Moin Falk. Guten Morgen, Herr Philipp. Wir drehen eine neue Folge von Phil und Falk. Aufgrund vielen Anfragen von euch behandeln wir das Thema Unterschied Drehleiter versus Bühne. Als Startpunkt hätten wir hier angefangen mit der Abstützung. Philipp, was haben wir vorbereitet? Wir haben jetzt hier eine Drehleiter und eine Bühne vorbereitet. Und jetzt schauen wir uns die Eigenheiten an in Bezug jedes Fahrzeugs, wo drauf, dass man hier achten muss und wie jedes Fahrzeug sich verhält. Gehen wir dran. So, hier wie üblich unsere Standard L32 AXS 3.2 auf dem Mercedes Atego 2-Achs-Chassis mit einem vorne angebrachten Überklappkorb und einem fünfteiligen Leitersatz. So, als erstes haben wir jetzt hier unterschiedliche Displays an den Abstützbedienpulten. Zum einen die Standardvariante. Hier ist egal, ob wir eine Drehleiter oder eine Hubrettungsbühne haben. Diese Seite wäre die Standardmöglichkeit. Wir haben zum einen eine digitale Libelle, eine Kontrollanzeige für die Hinterachsverriegelung und zum anderen eine Kontrollanzeige für den Druckumbau vom Unterwagen auf den Oberwagen geschaltet. Heißt, dass der Hubrettungssatz in Betrieb genommen werden kann. Bei der optionalen Variante im Punkto 10 Zoll Display sehen wir hier noch ein klein wenig mehr wie unsere Ausladungsanzeige, in welchem Bereich habe ich eine wie große Ausladung. Ich kriege angezeigt wiederum meine Achsverriegelung, ist diese verriegelt oder in Vorstellung und der Druckumbau vom Unterwagen auf den Oberwagen. Aber ich habe halt noch die Möglichkeit, wie beispielsweise, dass man sich hier Kamerabilder anschauen kann oder man könnte auch Heckwarnsysteme ein- und ausschalten. Also anhand der 10 Zoll Variante kann man etwas mehr tun und hat einige Schaltmöglichkeiten. Bei den Abstützbedienpulten an sich, die Bedienung ist links wie rechts gleich aufgebaut. Wir müssen aber eine seitenweise Bedienung darstellen. Großer Unterschied, Drehleiter zur Bühne. Wir haben an der Leiterspitze bei der Drehleiter einen Überklappkorb. Dieser kann dann von den Abstützbedienpulten her auf- und eingeklappt werden, was ja bei der Bühne nicht der Fall ist. Ansonsten ist die Abstützbedienung zur Bühne identisch, heißt Joystick zur Seite drücken, Abstützung fährt waagrecht raus und senkrecht runter, so wie ihr es jetzt hier seht. Jetzt wäre die linke Seite fertig abgestützt. Dasselbe machen wir jetzt noch auf der rechten Seite und parallel klappe ich noch den Korb mit auf. Jetzt wäre das Fahrzeug fertig abgestützt und betriebsbereit. Wir haben heute die B45 hier. Der große Unterschied bei der B45 ist erstmal die Ausmaße. Wir haben ein Dreiachs-Chassis mit einer gelenkten Hinterachse. Der Korb ist mittig an dem Fahrzeug angesiedelt, komplett anders wie bei der Drehleiter. Was natürlich sehr auffällig ist, wir brauchen den Korb hier nicht aufstellen. Das sehen wir jetzt an den Bedienständen im Heckbereich. Seitens Bedienung hat eingangs die Drehleiter etwas beschrieben. Hier befinden wir uns an dem Bedienpult Bühne. Was sehr auffällig ist, ist erstmal die zwei Tasten, die fehlen für das Korb aufstellen und Korb niederlegen. Ansonsten seitens Display, Joystick, Einzelbewegung für die Stützen ist es genau identisch wie bei der Drehleiter auch. Wenn wir jetzt gleich bewegen, ich mache das einmal. Für den automatischen Abstützvorgang Joystick auslenken, zwei Stützpaare fahren waagrecht bis maximal und senkrecht bis Bodenkontakt. Ich würde jetzt aber hier doch nochmal unterbrechen, den Abstützvorgang. Der große Unterschied, aufgrund der Massenverhältnissen müssen wir Holzplatten unterlegen, um die Flächenpressung so niedrig wie möglich zu halten. Was auch auffällig ist, die Abstützbreite versus der Drehleiter ist natürlich etwas größer. Das wären hier diese großen Unterschiede Drehleiter-Bühne. Ich lege die Platte auf. An allen vier Stützen müssen Platten aufgelegt werden. Und dann können wir den Abstützvorgang abschließen mit der automatischen Autonivellierung. Da kommen wir aber gleich nochmal drauf. Mach vorne noch. Ich schließe den Abstützvorgang auf der linken Seite jetzt erstmal ab, ziehe die Joysticks nach unten. Bodenkontakt auf der linken Seite ist geschaffen,
Wir können rübergehen auf die andere Seite, um den Abstützvorgang abzuschließen. Gleiche Situation wie auf der linken Seite, zwei Holzplatten vorne wie hinten aufgelegt. Rechte Seite wäre abstützfähig. Ich starte den Abstützvorgang, lenke den Joystick aus. Abstützvorgang identisch wie bei der Drehleiter. Großer Unterschied: während dem Abstützvorgang werden alle Räder vom Boden abgehoben. Wir sehen hier, alle Räder, alle Achsen sind frei. Somit haben wir das volle Gewicht, um maximale Reichweiteausladung für die Bühne zu schaffen. Wenn es zu der Frage kommt, was passiert bei der rutschhemmenden Wirkung? Bei der Bühne wird die rutschhemmende Wirkung nur über die Stützteller senkrecht dargestellt. Wir können abstützen bis zu 7 oder 9 Grad, je nach Fahrzeugkonfiguration. Um den Druckumbau stattfinden zu lassen, brauchen wir im Hintergrund diese technischen Werte. 4-mal Bodenkontakt. Dieses Fahrzeug muss plus minus 1 Grad in Waageposition stehen. Alle Räder müssen frei sein. Somit bekommen wir hier den grünen Punkt. Oberwagen ist freigeschaltet und wir können ohne Probleme den Einsatzbetrieb durchführen. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, schreibt uns einfach an die unten eingeblendete E-Mail-Adresse und wir verabschieden uns dann in den wohlverdienten Feierabend. Bald. Ciao. Ciao.